Ja, wo war ich gerade? Nicht schlafen. Und es war furchtbar. Es war so furchtbar. Es war ganz schrecklich. Schwere Angststörung. Ich konnte nicht mehr auf die Straße gehen. Ein Schüler hat mich morgens abgeholt. Irmchen und Brigitte haben mich im Büro, haben mich in Unterricht gebracht. Da habe ich dann 2-3 Stunden unterrichtet, bis mir die Stimme brach. Das ist das Schlimmste für einen Hysteriker, was es gibt, wenn die Stimme bricht. Annelie hat mir jeden Tag 5 Stunden Reiki und russische Heilzahl, ich übertreibe jetzt hysterisch, wie heißt unsere iranische Kollegin, die hat mir auch so viel Reiki geschickt. Mitra hat mir, ach alle, Brigitte hat mir Stullen mitgebracht, weil ich morgens nichts essen konnte, weil ich morgens immer einen riesen Knoten hatte. Als ich wieder essen konnte, hat sie die Stullen weiter mitgebracht, dann hatte ich 10 Pfund. 10 Kilo zugenommen, am halben Jahr wieder Gesundheit. Da habe ich dann zu Brigitte gesagt, jetzt lass die Stullen mal weg. Ich würde diese Stullen nie vergessen, die waren total lecker. Also ich bin wirklich umsorgt worden von einem liebenden Feld. Es gab einen Schüler, der hat mich 3-mal die Woche abgeholt und hat mich im Grunewaldsee getragen. Ja? Aber es wurde überhaupt nichts besser. Ich habe mich nachher gefühlt wie Hiob. Mein Homöopath hat mir manchmal 3-mal am Tag ein Mittel gegeben, weil er war auch so verzweifelt. Aber ich habe überlebt. Darum sage ich nicht, es hat alles nicht geholfen. Wahrscheinlich hätte ich mich, na hätte ich nicht, weil meine Tochter da war. Ohne meine Tochter hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Hätte ich mich irgendwann von Pfeiler gesetzt, dass wenigstens die Lebensversicherung bezahlt. Weil das war natürlich meine größte Angst. Schwerer Aurum-Zustand. Aurum hat aber auch nicht geheilt. Dass ich meiner Tochter keine Waldorfschule, keine Geige mehr, tralala, bezahlen kann. Das war das Schlimmste daran. Dann habe ich durch eine Timeline, die Beate Natur mit mir machte, als ich ganz, ganz verzweifelt war, besonders diese wahnsinnige Angst hatte, ich kann nicht mehr arbeiten und ich werde verarmen, hat Beate Natur eine obergeniale Timeline mit mir gemacht zu meiner Beerdigungsfeier, wo sie alle bei dieser Beerdigungsfeier den großen Wohlstand lobten, den ich ihnen hinterlassen hatte. Nach dieser Timeline in die Zukunft war wenigstens meine Existenzangst weg und ist seitdem nie mehr wiedergekommen. Ich hatte wahnsinnige Existenzängste. Wenn bei mir mal 2 Patienten abgesagt haben in einer Woche, 2 durch Zufall, dachte ich schon, es kommt jetzt überhaupt keiner mehr. Es war ganz schlimm. Eine Timeline, nie mehr Existenzangst gehabt. Und ich habe seitdem 3 Börsenabstürze noch überlebt. Aber die Restangst wurde nicht besser. Dann habe ich mich in meiner Verzweiflung an die Elke Martin gewandt. Das war eine Homöopathie-Schülerin von mir aus Leipzig. Durch große Träume, die sie hatte, habe ich ihr empfohlen, Schamanin zu werden. Lange bevor ich das geworden bin, sie ist zum Paul Ukusic gegangen, hat die Ausbildung gemacht. Da habe ich gesagt, Elke, normalerweise dürfen ja Schüler ihre Lehrer nicht behandeln, aber ich kenne niemand anders. Dann hat Elke für mich eine schamanische Reise gemacht, da gibt es einen YouTube-Tipp von, und hat mir einen furchtbaren Dämon aus meinem System rausgeholt. Ihre Geisthelfer haben aber gesagt, du wirst noch ein Dreivierteljahr warten, weil du so vergiftet warst von diesem Dämon, dann wirst du wieder gesund werden. Stimmte. Jedenfalls habe ich 1 Jahr lang mit dieser Krankheit gerungen und ohne Irmgard und Brigitte und Annelie und noch ein paar andere, meine Frau natürlich, kotau. Meine Tochter hat dann irgendwann mal gesagt, sag mal, willst du ihn nicht mal irgendwann mal in die Wüste schicken, ist doch furchtbar. Der sitzt ja nur noch mit jammerndem Gesicht auf der Couch. Und meine Tochter kannte mich als Giganten, die kannte mich als Schaffer. War ich auch. Ich habe dann mal zu meinem Psychiater gesagt, dass das für mich das Schlimmste ist, dass meine Schüler und meine Tochter mich so erleben müssen, weil ich habe das nicht verheimlicht. Ich habe gerade gesagt, ich bin schwerst depressiv, kann nicht schlafen, habe eine wahnsinnige Angststörung. Und dann hat mein damaliger Psychiater gesagt, ach wissen Sie, Herr Krüger, sehen Sie es doch mal positiv. Töchter von Giganten haben es schwer, nette Männer zu finden. Dass Ihre Tochter jetzt mal sieht, Sie sind kein Gigant, macht es ihr vielleicht leichter, nicht gigantische Männer zu finden. Da hatte es wenigstens den Zweck. Ja, jedenfalls war ich nach 1 Jahr und einer psychosomatischen Kur wieder halbwegs beieinander. Alle atmeten auf, ich natürlich auch. Und dann kam ich zurück an die Samuel-Hahnemann-Schule und dachte, naja,
Mir hat der Schamanismus wahnsinnig geholfen, die Rückführung, also die Timeline in die Zukunft mit Beate, die Entsetzung mit der Elke. Mach ich mal doch wieder ein bisschen Schamanismus. Ich hab mal wieder so ein bisschen angefangen zu trommeln, so ein bisschen, ganz vorsichtig. Und sofort ging's wieder los. Das geht nicht und du kannst nicht und ist furchtbar. Und bei YouTube, Hassmails, ich wär Schwarzmagier. Oh mein Gott, ich als Doppelkrebs und Schwarzmagier. Ganz furchtbar. Und ich weiß, ich war im Sommer in der Kur, danach ging es mir scheinbar zu 100% wieder gut. Dann habe ich wieder ganz vorsichtig angefangen, Schamanismus zu machen. Dann ging es wieder los mit den Angriffen. Und dann habe ich irgendwann wieder entschieden, vor Weihnachten. Hör wieder auf. Geht nicht mehr. Hör wieder auf. Ah. 3 Tage später konnte ich nicht mehr schlafen. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal chronisch krank war. Den Primärtumor atmet man oft noch durch. Und dann ist alles schön, man wird operiert, man kriegt seine Mistel, man macht alles, alles toll. Was einen das Genick bricht, ist die erste Metastase nach 3 Jahren. Wer von euch mal schwer depressiv war, die erste Depression, da geht man irgendwie noch durch, das schafft man irgendwie. Ach, Alexander Schlafskin hat letztens getroffen, der hat mir einmal die Woche Ozon gegeben. Kann ich wirklich empfehlen, schwere Depression, danach war ich wenigstens 1,5 Stunden ein bisschen lustig. 10 Milliliter Hyperforat als Infusion in die Vene. Du Schlucken hat nichts mehr geholfen, ich brauchte das satt. Also den müsste ich auch noch auf meine Retterliste packen, den Alexander Schlafski. Seitdem habe ich auch nichts mehr gegen Infusionsmedizin, weil ich habe sowas wirklich erlebt in meiner Depression. Ich nenne das mal, ich weiß gar nicht, ob sich das einer vorstellen kann, hoffentlich nicht, wer es noch nicht hatte, wisst ihr nicht, wovon ich spreche. Es gibt eine Form von Erschöpfung, die ist zellulär. Da hat man das Gefühl, meine Schwäche sitzt in einer Zelle. In einer Zelle sitzt die Schwäche. Manfred hat mir Glutathion-Infusion gemacht. Ja. Also alles, ich bin wirklich verseucht worden. Ja, und dann habe ich, ach ja, noch während der ersten, also während des ersten Jahres hatte ich ein Gespräch mit Peter Orban. Ich habe gesagt, Peter Orban, guck doch mal mein Horoskop, was ist da los? Hat Peter Orban gesagt, ich kann dir nicht helfen. Sag ich, wie bitte? Sagt er, ja, du bist im tiefen, dunklen Tal der Seele. So nennt es, ich glaube, Augustin. Und so nennt es Manfred Küber, die, die zur Wahrheit wandern, wandern allein. Die Schamanen nennen es Schamanenkrankheit. Ja, die sagt, es hört irgendwann auf, nächstes Jahr im Sommer, dann geht irgendwie dein Pluto irgendwo weg. Und wenn ich solche Krisen habe, ist das bei mir wirklich so, ich sage mal, der Pluto flügt sich durch mein Leben. Meine Krisen sind immer Pluto satt. Na jedenfalls, konnte ich wieder nicht schlafen. Rückfall, scheiße, furchtbar. Jetzt werde ich nie wieder gesund. Also Rückfälle... Darum kann ich so gut mit Leuten, die Rückfälle haben. Dann sitze ich vorher, lächle ein bisschen und nicke und sage, ich kenne dich. Der Rückfall ist viel schlimmer wie die erste Depression. Der zweite Bandscheibenvorfall ist viel schlimmer wie der erste. Weil nach dem ersten denkt man, es ist vielleicht vorbei. Und irgendwann, damals gab es noch gar kein Facebook, irgendwann habe ich mal im Facebook so ein ganz tolles Posting gelesen, das ist denn zu meinem Lebensmotto geworden. Helft mir hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Anders wäre ich damals nicht zurechtgekommen. Und dann hat mir mein Therapeut so eine Therapie empfohlen, das nennt man Babyschritte. Ich soll nicht mehr daran denken, wie es mir in einer Woche geht. Ich soll mich immer daran freuen, dass ich jetzt gerade atmen kann, essen gehen kann und keine Angst habe, gelyncht zu werden. Ich habe nämlich dann so eine Angst entwickelt, wenn ich auf die Straße gehe, werde ich sofort von Entgegenkommenden an den nächsten Baum geknüpft. An den Wölfen ist der größte Holocaust begangen worden, was Tiere angeht, überhaupt, mindestens hier in Mitteleuropa. Ausrottungsfeldzüge wurden gegen Wölfe gemacht.
Wenn man die irgendwo gesehen hat, haben alle auf sie geschossen. Ja, und das war richtig schlimm. Und dann dachte ich, jetzt ist Schluss, jetzt wäre ich überhaupt nicht mehr gesund. Und dann bin ich zum Glück zu Maria von Heiden gegangen und die hat mir diesen Satz gesagt. Dann habe ich von meinem Homöopathen Agentum Nitricum gekriegt für mein Geburtstrauma. Beate Latour hat mit mir eine Seelenrückholung gemacht, weil ich war eine zehnpfündige Beckenendlage, ungeschallt, 54. Ich glaube, 54 gab es noch gar keinen Schaller. Und ich und meine Mutter, wir werden fast gestorben, wirklich fast gestorben. Der Gynäkologe hat mich erst versucht, mit dem Finger zu holen, hat dabei mein Steißbein abgerissen. Das hängt heute noch irgendwie in meinem Beckenraum ohne Kontakt zum Kreuzbein rum. Wollte mir schon Orthopäde rausnehmen, braucht man doch nicht mehr. Ist mit Laklupi zu 100% geheilt worden. Ja. Und ich hatte immer morgens, darum konnte ich auch mal nichts essen und Brigitte musste mal Stullen mitbringen, ich hatte immer morgens das Gefühl, wer das nicht kennt, muss ich das jetzt auch nicht vorstellen, aber merkt euch, Agentum Nitricum, stecken geblieben bei der Geburt. Ich hatte immer morgens das Gefühl, wenn ich aufgewacht bin, das Leben an sich ist bedrohlich. Immer. Und dann ging das hier immer so zu. Da habe ich mich irgendwie so ins Leben gezogen und bin zur Schule geflüchtet, weil Schule immer besser. Samuel-Hahnemann-Schule, das ist für mich dann nochmal 10-mal ins Quadrat gegangen, war für mich immer mein Heilort. Ich erlebe, dass Leute alleine während unserer Homöopathietage chronische Krankheiten verlieren. Das ist wirklich irre. Das ist wirklich irre. Samuel-Hahnemann-Schule bessert Medurinum 6 wert. Ich kann nicht einfach mal ins Repertorium schreiben. Ja. So. Und dann habe ich mich aus diesem Rückfall wieder rausgewogen. Heidi war immer noch nicht da. Hat mich echt zappeln lassen. Ich weiß real, dass das ohne sie einfach nicht passiert wäre. Die hätte aktiv Front gegen meine Angreifer gemacht. Ja, und dann habe ich wieder angefangen. Dann war das so schlimm, dass sich schon keiner mehr angemeldet hat zur Schule. Unsere Rücklagen gingen richtig zurück. Wir Supervision gemacht und alles gemacht und alles, aber es half alles nicht. Und dann habe ich überlegt, naja, dann muss ich hier weggehen. Dann gehe ich hier weg und mache irgendwo in Britz meine kleine Schamanenschule auf. Wahrscheinlich geht es hier nicht. Ich gefährde mit meiner Zauberei diesen Ort, der mir der liebste und heiligste ist. Und dann hatte ich diese Steißbeinschmerzen. Und dann war ich bei Luise Wackwitz, der muss ich auch mal die Ehre geben. Die hat mich damals psychokinesiologisch behandelt. Und dann fragte die mich, wann tut denn das Steißbein weh? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich so sitze und ich lümmel mich ganz oft so. Und dann sagt sie, na und wenn tut es nicht weh? Dann habe ich gesagt, naja, wenn ich so aufrecht sitze. Logisch. Und dann sagt sie, ja, was passiert denn, wenn du aufrecht bist? Und dann habe ich totale Angst gekriegt. Und dann habe ich zu Luise gesagt, dann werde ich sofort umgebracht. Wenn ich aufrecht sitze, werde ich sofort umgebracht. Dann habe ich gesagt, Und dann dachte ich, was mache ich jetzt mit der Information? Und dann hat mein Psychotherapeut zu mir gesagt, was auffällig an mir ist, ist, Anna Bittmann war das noch, die hat gesagt, sie kennt niemanden, der, wenn er angegriffen wird, sofort immer schreit, mea culpa, mea maximo. Was hast du übersetzt? Meine große Schuld. Ja, also wenn irgendjemand zu mir gesagt hat, du bist ein Arschloch, habe ich sofort gesagt, oh mein Gott, tut mir das leid. Dass du mich als Arschloch, wir müssen jetzt Supervision machen, was kann ich ändern, dass du nicht mehr denken musst, ich bin Arschloch. Furchtbar, irre.